willkommen von mir an euch hier aus dem Live-Stau bei erstaunlich gutem Wetter. Man könnte es schon fast herbstlich nennen, wobei ich hatte noch nicht Geburtstag und ich habe irgendwann für mich definiert, ich habe im Sommer Geburtstag, also muss es logischerweise noch Sommer sein. Dafür ist es ein recht kalter Sommertag, aber hey. Ich will mich nicht beschweren, will ich ernsthaft nicht, ist schönes Wetter. Deswegen gibt es immer eine kleine Tour, mal gucken, was mir so geschieht, außer Stau. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich fahren kann, selbst wenn es nur Stau sein sollte. Ich genieße einfach jede Minute, die ich mit dem Bike unterwegs sein kann. Nicht nur, dass ich dieses Bike explizit recht lange gesucht habe. Ich glaube, fast 3 Jahre Preise verglichen, geguckt, was so der Wert macht, gute Modelle immer mal gesucht und dann letztendlich in einem verregneten Frühjahr dann zugeschlagen, weil der Preis recht down war. Aber es ist so, ich würde eigentlich mit jedem Bike das Biken lieben. Es ist immer so eine Frage, wie gut man auf einer Mühle sitzt im Vergleich zu einer anderen und so, aber hier passe ich wie angegossen drauf. Obwohl ich, glaube ich, in der oberen Körpergröße bin für dieses Bike. Aber das Fahren an sich, das ist etwas, was mir so wichtig geworden ist. Es ist für mich das, und ja, mir ist die Ironie bewusst, mit der ich das erzähle, während ich durch die volle Stadt fahre. Bike ist für mich einer der Inbegriffe von Freiheit. Das kann man vielleicht vergleichen mit Segelfliegen, Drachenfliegen, Tauchen. Die haben vielleicht sogar noch den Vorteil, dass sie in dem Sinne in 3D sind. Ich kann ja nur in 2 Dimensionen recht frei fahren und da könnte man auch argumentieren, mit einer Enduro oder so ist man da vielleicht noch unabhängiger. Ja, das mag sein. Für mich ist aber tatsächlich das Fahren ohne A- und B-Säule. Mit dem Körper direkt im Wind, in der Umwelt. Das ist das für mich. Es ist das, was für mich die Freiheit ausmacht. Das ist unabhängig sein. Ich habe keine A- und B-Säule, die irgendwie die Sicht stört, die den Wind abweist. Ich bin den Elementen in gewisser Weise schutzlos ausgeliefert. Aber das gehört halt dazu. Das macht es ja auch so spannend. Und ich fahre nicht nur bei blendendem Sonnenschein, sondern wenn es regnet und ich unterwegs bin, dann regnet es halt. Kann ich dann ja auch nicht so schnell ändern. Aber es ist einfach etwas, was ich in dem Sinne, ich weiß nicht, in die Wiege gelegt bekommen habe, könnte man so sagen. Und zwar vielleicht früher mal unter dem Gesichtspunkt cool und was Besonderes und so. Und als ich dann gemerkt habe, beim Abi war ich, glaube ich, einer von 4, die Motorrad gefahren sind. Und davon hatten nur 3 auch eine Zulassung für die Straße. Das waren alles kleine Maschinen, Anfängerbikes, aber trotzdem irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal. Und naja, ich bin dabei geblieben. Draufsetzen, losfahren, das ist nochmal was anderes als vielleicht mit einem Cabrio. Das ist wirklich das reine Fahren. Kopf frei kriegen. Zumindest von den Sachen, die einen vielleicht sonst so betröppeln. Und einfach gucken, dass man die Umwelt riecht, schmeckt, hört. Wenn du durch die Landschaft fährst, was ja irgendwie am schönsten ist, finde ich persönlich. Und dann hast du irgendwo einen feuchten Tannenwald, den riechst du schon 2 Kilometer um die Ecke, bevor du überhaupt da bist. Du riechst, wenn da irgendwo ein Bach ist, wenn du durch Rapsfelder fährst oder Hopfenfelder. Du riechst einfach die Umwelt komplett. Da kommt keiner
Und ja, guck mal, hast du das mitgekriegt, bla bla bla. Nee, man kriegt alles mit, wenn man nicht gerade blind durch die Gegend fährt. Das ist alles direkt da. Du siehst es, du riechst es, du fühlst es. Und das ist das Geile dabei. Ich bin dann wirklich an diesem Ort. Wenn ich nicht aufpasse, was ich an diesem Ort mache, dann bin ich ziemlich schnell platt oder hänge an irgendeiner Säule. Das ist zwar gleichzeitig auch irgendwo die Downside, aber naja, wer schön sein will, muss leiden. Und wer halt Spaß haben will, der sollte sich bewusst sein, dass er dafür natürlich auch einiges machen muss. Und ja, es ist gefährlich. Im Vergleich zum Auto hat man keine Knautschzone und so weiter. Das heißt aber nur, dass man seinen Fahrstil anpassen muss. Die meisten Unfälle gehen nun mal auf, sagen wir, eine Missinterpretation des anderen zurück. Und ich merke, dass es mir sehr hilft, dass ich weiß, wie Motorradfahrer fahren. Wenn ich mal mit dem Auto unterwegs bin und irgendwo einen Biker habe, dann lasse ich dem mehr Platz. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie schnell er ist, gehe ich eher davon aus, dass er schneller ist, als ich so denke. Was dann bei, weiß ich nicht, Abbiegen und so weiter relevant ist. Das heißt, Motorradfahren ist gefährlicher als Autofahren. Das kann man aber ganz normal ausgleichen, indem man einfach vorsichtiger fährt und sich der Fehler der anderen bewusst ist. Denn wenn ein anderer Scheiße baut, bin ich platt. Mit dem Auto habe ich dann eine Delle. Oder das Auto. Ohne Auto, auf dem Bike, habe ich persönlich dann eine Delle. Und das will ich natürlich nicht. Trotzdem ist es etwas, was einfach so viel Spaß macht, dass ich nicht sein lassen werde. Es ist einfach was anderes als Autofahren. Ich fahre auch ab und zu mal Cabrio. Ich habe schon diverse Typen von Autos gefahren. Schnelle, langsame, große, schwere, dünne. Mit Dach, ohne Dach, mit Schiebedach, mit Faltdach. Es sind ganz viele verschiedene Arten. Und es ist einfach nicht das Gleiche. Das Fehlende drumherum ist einfach ein ganz großer Unterschied. Man ist agiler, man ist flexibler. Außer wenn es staut. Ich weiß noch nicht, wieso die da nicht weiterfahren. Aber theoretisch könnte ich jetzt zum Beispiel über den Bürgersteig fahren. Ja, ist nicht erlaubt, ich weiß. Ich meine ja nur theoretisch. Und das ist diese Flexibilität, die ich meine. Ich erfahre die Umwelt einfach mehr. Biken ist nicht, um von A nach B zu kommen. Da kannst du ein Auto nehmen oder einen Zug oder wonach auch immer dir ist. Biken ist dafür gedacht, wie man von A nach B kommt. Das macht den Unterschied. Man muss natürlich aufpassen, weil manche Leute können einfach nicht Auto fahren. Von A nach B muss man, wenn man Zeit hat, wenn man sich das leisten kann, in Anführungsstrichen, vom Zeitmanagement, von der Verfügbarkeit, von Tankgeld und so Zeug, dann gibt es kaum eine Art, die so schön ist wie Biken. Wenn man sich in die Kurve legt, wenn man jedes bisschen Gasschub sofort spürt, nicht um schnell zu fahren, sondern einfach um direkter zu fahren, um unmittelbarer zu fahren. Das macht den Unterschied. Beim Auto kannst du auch mit dem Fuß drauf drücken und eventuell gibt es auch Autos, die doch noch ein bisschen schneller beschleunigen. Mag sein. Die können ja auch. Bei denen dreht ja, wenn ein Rad durchdreht, mein Gott. Wenn bei mir ein Rad durchdreht, dann Tschüssikowski. Aber trotzdem ist es was anderes. Ein Auto ist robuster. Ein Motorrad ist nicht robust. Ein Motorrad ist nichts für alte Leute. Hat auch einen Vorteil. Oh, dem seine Felgen knutschen gleich den Bordstein.
man ist ein bisschen unabhängiger, man ist ein bisschen vielleicht auch verletzlicher, das heißt ein bisschen, man ist eine ganze Ecke verletzlicher, seien wir fair. Dementsprechend immer Schutzkleidung, immer rutschsicher, stoßsicher, so gut wie möglich fahren. Wenn es heiß ist, dann schwitzt man halt. T-Shirt fahren ist trotzdem keine Alternative. Und das gibt dann dieses Gefühl von, ich setze mich aufs Bike, fahre los und bin einfach für mich. Wenn ich nicht gerade jemanden hinten drauf habe, ist ja logisch. Aber ansonsten bin ich alleine. Im Positiven wie im Negativen. Aber ich persönlich mag das. Ich kann entspannen, wenn ich laufen gehe, wenn ich biken gehe. Da kann ich mich auf mich konzentrieren, kann in Ruhe nachdenken. Und das ist das, was ich nie aufgeben werde. Was nicht heißt, dass Biken aufgeben potenziell was Schlimmes ist oder was Schlechtes ist. Gar nicht. Ich kenne einige Leute, die aufgrund von Nachwuchs aufgehört haben. Ich kenne auch einige davon, die dann mit 50 plus minus wieder gesagt haben, jetzt fange ich wieder an, jetzt ist das Kind aus dem Haus, jetzt mache ich wieder das, was Spaß macht. Ich sehe es so, sage ich mal, wenn ich vorsichtig fahre, wenn ich kontrolliert fahre, dann gibt es keinen Grund, damit aufzuhören. Ich sehe ein, dass Leute, die wie gesenkte Sau fahren, vielleicht langsam machen sollten, wenn es dann Nachwuchs gibt oder andere Personen gibt, die von ihnen abhängig sind. Das habe ich zum Glück bisher noch nicht. Und selbst wenn ich was habe, fahre ich genauso vorsichtig und umsichtig wie jetzt auch. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann sehe ich keinen Grund, damit aufzuhören. Und dementsprechend finde ich, ist Biken, ja, hört man sehr oft, aber ist Biken tatsächlich etwas, was irgendwie, ich weiß nicht, einen halbwegs schlechten Ruf hat? Wie viele Leute dürfen nicht den Motorradführerschein machen, einfach weil die Eltern Angst haben? Wobei man das ja jedem selber überlassen sollte, wie er fährt. Und ab einem bestimmten Alter sollte jeder wissen, wie er fährt. Ich kenne auch einige Leute, die sagen, nee, ich mache den Lappen nicht, weil ich weiß, ich könnte mich nicht bremsen, ich würde mich ruckzuck ins Grab fahren. Und natürlich, da ist es dann besser, nicht zu fahren. Das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich für mich weiß, ich fahre zu unsicher, da lasse ich es auch, ist ja logisch. Man muss zum Beispiel immer mit solchen Leuten rechnen, die einfach mal zwei Spuren rüberziehen und mich übersehen. Und jetzt abbiegen wollen, was auch immer die da vorhaben. Voll Idioten. Ja, das ist, sind so die Gedanken zum Motorradfahren. Ich mache es gerne, es entspannt mich und ich hatte schon zwei Stürze und ja, einmal Selbstüberschätzung, einmal definitiv Schuld des Gegenverkehrs. Es ist mir zum Glück nichts passiert. Das eine Bike ließ sich mit Mama reparieren, das andere war eine sehr teure Reparatur. Beides hat dazu geführt, dass ich nochmal meinen Fahrstil überprüft habe und anders fahre, vorsichtiger fahre. Und das ist etwas, was ich hoffe, dass jeder macht. Wenn er merkt, irgendwas klappt nicht so, irgendwas ist nicht gut gelaufen, dass man es dann korrigiert. Bei allem, nicht nur beim Motorradfahren. Aber vielleicht gerade beim Motorradfahren. Denn wenn ich es nicht mache, bin ich das nächste Mal vielleicht nicht mit ein paar Schrammen am Start, sondern mit einem Kopf weniger oder so. Aber daran anhängig ist natürlich auch die Diskussion, was ist ein gutes Anfängerbike? Wieso sollte ich anfangen? Was sage ich meinen Eltern, wenn ich Motorrad fahren will, wenn ich biken will? Und sie haben aber was dagegen. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Wenn da irgendwer Fragen hat, natürlich einfach an mich schreiben.
packt es in die Kommentare, wie auch immer. Aber das, denke ich, ist dann eher ein Thema für ein anderes Video. Aber im Prinzip gibt es gerade zu den Themen, mit was sollte ich anfangen zu fahren, wie viel Geld sollte ich in mein erstes Motorrad stecken, wo kriege ich es her, was sollte es für eins sein, wie beruhige ich meine Eltern, wie kann ich es, weiß ich nicht, den ganzen Krempel, da gibt es jede Menge Videos. Da kann ich auch andere Motovlogger empfehlen, wie Cycle Cruiser, wie Walterific, Motonosity, Jason Two Wheels, Jake the Garden Snake und so weiter und so fort. Die haben, fast jeder von denen hat über genau die Themen schon Videos gemacht. Und zusätzlich gibt es inzwischen den, muss ich überlegen, Moto Mumble heißt es, glaube ich. Ein Google Hangout mit Walterific, Motonosity und Chase, denen man auch Fragen stellen kann, die dann in der öffentlichen Runde dazu quatschen, was ihnen einfällt. Sehr lustig, kann ich definitiv nur empfehlen. Ja, Kleine, dir ist warm, ja auch, ich weiß. Gleich geht's weiter. Hoffentlich. Ja. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch ein wenig... Die Schwester meiner Kleinen konnte euch ein wenig informieren. Falls irgendwen mein Gebrabbel überhaupt interessiert, freut's mich. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt's mir, dann kann ich auch gerne mal drauf eingehen. Ich fahre ja, wie gesagt, schon eine ganze Ecke und habe das ein oder andere vielleicht als Erfahrung dazu beizutragen. Ja. In diesem Sinne sage ich dann mal, während ich hier diesen Bluttransport hinterher schleiche, Tschüssikowski, gehabt euch wohl und fahrt sicher. Ciao, ciao.